Hallo zusammen. Wir haben jetzt 9 Uhr. Ich habe schon 4 Kilometer auf dem Tacho. Ja, ich bin gegen 8:45 ungefähr vom Campingplatz Sports Camping in Amsterdam hier runtergerollt. Ja, filmtechnisch war das Video ja gestern abrupt zu Ende. Ja, ich bin dann irgendwann gestern am Campingplatz angekommen, habe dann nochmal schnell mein Zelt aufgebaut. Ja, und dann war der Tag eigentlich auch schon zu Ende. Ja, ich werde nachher noch was zum Tag von gestern sagen und auch zu der Campingplatzsituation. Die sieht auch für heute sehr beschissen aus, auf Deutsch gesagt. Ja, ich gucke jetzt erstmal, dass ich auf die Route zurückkomme und dann muss ich mich irgendwann da mal entscheiden, wie wir weiterfahren. Weiß ich im Moment noch nicht ganz genau, aber da werde ich mich dann gleich melden. Ja, ich stehe jetzt gerade hier direkt in der Einflugschneise vom Flughafen Amsterdam. Sieht zurzeit so hier aus. Ja, und wir rollen mal einfach erstmal jetzt weiter da geradeaus. Da vorne irgendwo sehe ich meine blaue Linie auf dem Neon und auf dem Handy. Da sind wir dann irgendwo richtig wieder auf der Tour. Was ich aber schon sagen kann, ja, wir werden ein paar Kilometer von der Tour halt auslassen müssen, weil ich fahre jetzt den kürzesten Weg zur Tour, weil ich bin ja gestern quasi quer hochgefahren nach Amsterdam. Ja, und dadurch werden uns jetzt ein paar Kilometer von der Waterlinierroute fehlen. Kommt schon wieder ein Flugzeug. Genau nach 11 Kilometern um 9.30 Uhr bin ich zurück auf der blauen Linie. Das heißt, ich bin wieder auf der Waterlinierroute. Ja, und laut Navi haben wir jetzt noch bis zum Ende der Route 64 Kilometer zu fahren. Zurzeit sieht es so aus, ich bin gerade die ganze Zeit auf der anderen Seite hier in die gegengesetzte Richtung gefahren, bis ich hier über die Brücke kam. Ja, damit ich wieder hier auf die Linie kam. Ich schätze mal, dass wir jetzt durch das Campingplatz-Desaster gestern ja knapp 50 Kilometer von der Waterlinierroute verloren haben. Das heißt, dass ich da nicht gefahren bin. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Ich drehe noch mal die Kamera so ein bisschen. Geht ja hier schön am Kanal entlang. Ja, jetzt ziehen wir die durch bis nach Edam, die 64 Kilometer. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht. Das Wetter sieht im Moment nicht ganz so gut aus. Aber laut Regenradar soll es zumindest nicht regnen. Naja, schauen wir mal, dass wir noch ein paar schöne Bilder eingefangen kriegen. Ich denke, da wird mit Sicherheit noch der ein oder andere schöne Abschnitt kommen. Und dann leben wir mal wieder in den Tag hinein. Kehren wir mal zur Normalität zurück. Jo, im Moment fahren wir jetzt hier durch so ein kleines Dörfchen. Der Kanal liegt da rechts. Auch hier wieder sehr schön zu fahren. Wie gesagt, ist halt nur ein bisschen schattig, sind zu knappe 18 Grad. Ah, hier ist auch ein Campingplatz. Knappe 18 Grad und stark bewölkt. Würde mich freuen, wenn gleich die Sonne rauskommt. Ich habe nämlich hinten noch ein paar T-Shirts am Anhänger baumeln, die ich gestern gewaschen habe. Die sind nämlich noch glitschnass, hat über Nacht nichts abgetrocknet. Und hier ist die nächste Wasserfestung bei Haarlem. Aber auch noch alles geschlossen. Fort de Lierburg. Naja, hier darf ich Drohne natürlich nicht rausholen, weil wir hier natürlich direkt am Amsterdamer Flugplatz sind. In der Einflugschneise, mein Gott, ich bin heute Morgen total durch den Wind. In der Einflugschneise sind und da darf man ja mit der Drohne nicht rumsausen. Daher lassen wir es und ziehen unseren Weg mal weiter geradeaus. Ja. Fahren wir auch durch so ein kleines Örtchen, so ein bisschen abseits von Haarlem. Ja, dann rollen wir mal weiter. Hier sind wir jetzt auch wieder an so einem traumhaften Stück. Mein Gott, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie traurig ich bin, weil ich die 50, 60 Kilometer der Tour verloren habe. Ja, hier geht es halt auch auf so einen ganz schmalen Pfad entlang am Wasser. Hier rechts neben uns weidet das Vieh.
wunderschön. Und ich weiß nicht, ob ihr sehen und hören könnt hinterher zu Hause. Hier ist ein Flugzeugverkehr, das ist schon heftig. Da geht jetzt auch gerade wieder einer runter. Geht hier wirklich im Minutentakt, wuff, sausen die eine hier über den Kopf. Dann würde ich mal sagen, rollen wir mal hier am Wasser entlang weiter. Eine nach der anderen. Nach gut 21 Kilometern sausen wir dann hier über so einen Golfplatz. Mal aufpassen, dass ich gleich nicht noch einen Golfball vor den Kopf geschossen kriege. Aber die Holländer fahren ja hier ohne Helm, also dürfte die Gefahr hier gering sein, einen Golfball abzukriegen. Nein, Spaß beiseite. Auch hier richtig schön zu fahren. Macht Laune. Ist ja super Radwege, keinerlei Hindernisse. Die Radwege sind alle super gepflegt, sauber. Gerade ging es ja die ganze Zeit am Wasser entlang. Ja, 50, 53 Kilometer haben wir noch vor uns. Ich sag mal nix. Ich denke, ihr werdet es hören. Und hier steht jetzt eine Fährfahrt an. Müssen wir über diesen großen Kanal oder Fluss, was das auch immer ist, was ich euch gerade gezeigt habe von der Brücke, den müssen wir jetzt hier halt überqueren. Wir sind jetzt von der Fähre wieder runter, schon ein paar Meter weitergefahren. Ich habe hier gerade so einen schönen Tümpel gefunden. Da dachte ich, halte ich mal hier an. Ja, die Fährfahrt war übrigens kostenlos. Hat mich so ein bisschen gewundert. Tja. Aber man muss ja auch mal Glück haben. Ja, so sieht es zurzeit aus. Himmel ist immer noch stark bewölkt. Ich habe mir auch gerade mal eine Jacke angezogen. Weil es doch ein bisschen kühl, nur mit T-Shirt zu fahren. Jo. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal weiter. Hier stehen wir dann auch noch mal an so einem Fort. Das heißt Fort Zuidi Werkermeer oder so ähnlich. Ja, keine Ahnung, da wird gearbeitet. Aber ihr seht, Tor ist zu. Ich habe auch gerade versucht, ob man so reinkommt. Geht nicht. Also drehen wir wieder um. Hier ist dann nochmal das Schild von dem Fort. Das heißt dann Süd Werkermeer. Ja, und so sieht es da aus. Kommt jetzt eine Frau wohl mit dem Schlüssel. Naja, wir fahren jetzt mal hier weiter. Hier habe ich jetzt auch wieder so ein kleineres Problem. Ist der Deich wohl gesperrt. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier weiterkomme. Naja. Oder einfach durchfahren. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? Die Umleitung war kein größeres Problem. Ja, bin jetzt wieder zurück am Track. Das ist allerdings mal ein Stück, wo es nicht so schön ist. Geht nämlich hier direkt neben der Autobahn lang. Was mir so ein bisschen Hoffnung macht, links neben der Autobahn wird der Himmel blau. Ich hoffe, dass dieses Regenband, hat gerade so ein bisschen gefisselt, dann auch irgendwann jetzt an uns vorbeigezogen ist. Nach 35 Kilometern habe ich dann wieder so ein Fort entdeckt. Und zwar ist das diesmal Fort Veldhuis. Aber wie ihr seht, da auch das Tor zu, macht wohl gerade jemand auf. Naja. Drohne steigen lassen darf ich hier immer noch nicht. Ist immer noch Einflugschneisegebiet vom Amsterdamer Flughafen, denke ich mal. Wird mir jedenfalls Flughafen angezeigt hier. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir zurück auf die Strecke. Der Mann hat auch nicht aufgeschlossen, sondern der ist nur da reingegangen. Ich weiß nicht, da stehen auch alte Boote und so weiter. Vielleicht werden diese Forts auch für irgendwelche anderen Zwecke benutzt. Weiß nicht, Lagerstätten, Werkstätten, keine Ahnung. Naja, wir drehen jetzt wirklich um und fahren weiter. Meine Hoffnung wird immer größer, dass wir gleich blauen Himmel haben. Schaut mal, die Wolken ziehen immer schön weiter.
Wir haben jetzt genau 41 Kilometer runter und 35,4 müssen wir noch fahren auf der Wartalinierroute. Ja, es ging die ganze Zeit jetzt gerade so ein bisschen durchs Niemandsland. Es kam auch immer wieder mal so ein Vor- oder so eine Wasserfestung. Allerdings kommt man in die meisten überhaupt nicht rein oder überhaupt näher dran. Ich gehe mal davon aus, dass manche halt im Privatbesitz sind und da irgendwelche Werkstätten und so weiter drin sind. So wie das jeweils aussah. Ja, wenn mal noch ein schönes, größeres kommt, filme ich natürlich. Aber hier die kleinen jetzt, die ja, mehr oder weniger auch so ein bisschen verrottet sind, die lasse ich einfach raus. Ja, hier sind wir jetzt irgendwie im Comedy Dike oder so ähnlich. Ja, hier ist eine schöne Kirche. Und ich denke mal, ihr werdet es im Hintergrund auch hören. Die Flugzeuge nerven immer noch. Wir befinden uns also immer noch in dieser Einflugschneise vom Flughafen. Da muss ich gerade mal die Kamera schnell weglegen, weil mein Auto entgegenkam. Die Straße ist hier nicht allzu breit. Ja, so sieht es hier zurzeit aus. Macht hier auch richtig Spaß, entlang zu rollen. Hier ist jetzt auch wieder so ein Ding. Hier sollte eigentlich eine Fähre fahren, die fährt aber nur wohl vom 15. Oktober bis zum 15. April. Und dann soll man hier eine Alternativroute fahren. Aber die ist natürlich nicht ausgeschildert. Ich denke mal, ich muss jetzt hier rechts und dann mal schauen. Dann wollen wir mal schauen, wie wir auf die andere Flussseite kommen. Kein Tag ohne Herausforderung. Ja, sausen wir hier mal links am Fluss entlang. Da hinten ist auf jeden Fall eine Autobahnbrücke drüber. Da hoffe ich mal, dass da irgendwie ein Fahrradweg oder so geht. Nach gut anderthalb oder zwei Kilometern habe ich hier eine Brücke gefunden. Da fahre ich jetzt rüber und dann muss ich wieder links, um wieder Richtung meinem Track zu kommen. Denn davon bin ich jetzt anderthalb oder zwei Kilometer weg. Hier ist dann mal jetzt so ein recht unschöner Teil. Fahren wir durch so ein riesen Industriegebiet. Ich weiß allerdings nicht, wie es hier heißt. Ja, noch gut ein Kilometer, dann sind wir aber wieder zurück auf dem Track. Nur ich denke, solche Szenen sollte man dann auch mal zeigen. Hier fahren wir jetzt auch schon kilometerlang an diesen Kanal entlang. Auch eine wunderschöne Strecke. Geht zwar hier auf einer Straße entlang, aber seitdem ich hier fahre, habe ich noch kein Auto gesehen. Ja, links sieht so aus. Freies Feld, übersät mit Gänsen. Andere Seite sieht so aus. Und der Himmel spielt noch mit. Ist zwar dunkel, hat aber noch nicht geregnet. Ja, macht schon Spaß. Wir haben jetzt knappe 58 Kilometer runter. Jetzt habe ich gerade mal hier so eine kleine Popo-Verschnaufspause gemacht. Einfach mal eben einmal vom Sattel hoch, weil groß Bänke oder so kommt hier nicht. Und da vorne sehe ich auch schon wieder den nächsten Erdwall, wo wieder ein Ford drin ist. Ja, ich weiß nicht, ob wir da dran vorbeikommen. Nein, wir kommen da nicht dran vorbei. Der Track geht nach rechts weg. Ja. Läuft ganz gut, nur der Himmel. Ich brauche doch Licht fürs Film. Schön, wenn das jetzt mal da auch aufreißen würde vor uns.
Ja, hier fahren wir jetzt immer noch an diesem wunderschönen Kanal vorbei. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir dem jetzt schon folgen. Also macht richtig Spaß, hier entlang zu fahren. Ich hatte gerade noch so ein bisschen Pause da gemacht. Hier haben wir dann noch mal ein recht gepflegtes Fort. Das ist das Fort Resort Beemster. Ja, sieht aus wie alle anderen auch. Daher ziehen wir mal weiter. Wir haben jetzt noch 13,5 Kilometer bis zum Routenende. Und nach genau 81 Kilometern bin ich dann am Ende meiner Route angekommen. Hier endet die Waterline-Route offiziell. Ihr seht das Ende. Und hier links geht noch rein das Fort Edam. Da wollte ich mich jetzt mal reinbegeben. Und da wollte ich dann mal eben schauen, wo ich meinen nächsten Campingplatz ansteuern kann. Tagesfazit von heute und von gestern und ein Gesamtfazit ziehe ich dann hinterher am Campingplatz. Die Tour geht dann jetzt hier gleich weiter bis zum nächsten Campingplatz. Wenn alles gut geht, steigen wir dann jetzt gleich hier in die Süderseeroute ein, also die Runde ums Eiselmeer. Ich hatte gedacht, ich könnte hier noch ein paar schöne Aufnahmen machen vom Fort in Edam, aber das ist leider gerade, als ich kam, abgeschlossen worden. Ja, ist zu, komme ich nicht rein. Ja, daher begebe ich mich dann jetzt auf den Weg zum Campingplatz. Ich habe einen Mini-Campingplatz ausgesucht. Mal gucken, ob wir da drauf kommen. Ja, ich werde von unterwegs noch ein paar schöne Bilder einfangen und weiter berichten. So sieht's hier aus, liebe Leute. Richtig schön. Nochmal ein letzter Blick, bevor wir wieder hinterm Deich verschwinden. Und welch ist das schöne Bild. So, ich dachte, ihr dürft auch noch mal ganz kurz gucken. Deshalb habe ich euch noch mal eben ganz kurz aus der Tasche geholt.
Ja, wie ihr seht, da hinten ist auch Riesenbaustelle. Naja, das sind jetzt die schönen Augenblicke hier. Aber wie gesagt, zumeist geht es leider hinterm Deich her. Aber wir wollen uns ja nicht beklagen bei solchen Ausblicken. Da kann man eigentlich nur schwärmen, oder? So sieht es zurzeit wieder aus. Wir brettern nach wie vor hier links neben dem Deich entlang. Hier auf der linken Seite hat man dann ab und zu mal ja, solche Feuchtbiotope. Recht schön anzuschauen. Ja, und ansonsten rollt man einfach so hier vor sich hin. Ich habe jetzt übrigens genau 99 Kilometer auf der Uhr. Und laut Komoot müssen wir noch 9,5. Ja. Gucken, ob ich noch irgendwo unterwegs was zum Einkaufen finde. Weil die Vorräte sind nämlich ziemlich erschöpft. Könnte ich mal ein bisschen nachladen. Kamera gerade weggelegt. Da kommt sowas. Da dachte ich mir doch, da hättet da vielleicht Interesse dran, das zu sehen. Wir sind jetzt hier in Horn und hier ist, glaube ich, eine schöne Kirche vor uns. Da dachte ich, ich halte noch mal die Kamera drauf. Wir sind jetzt noch genau 7 Kilometer vom Campingplatz weg. Ja, wie gesagt, ich habe dieses Jahr absolut überhaupt kein Glück. Jetzt stehe ich hier am Campingplatz der Camper Touring und hier sind wieder keine Hunde erlaubt. Jetzt kann ich wieder woanders hinfahren und ich habe kaum einen Akku. Ich werde wahnsinnig. Ich habe ja auch erst 110 Kilometer am Tacho. Damit will ich auch diesen Tag abschließen. War ein sehr schöner Tag mit einem abrupten und blöden Ende. Ja, und der nächste Tag, der war dann quasi genauso. Der war zwar von der Natur her nicht mehr ganz so schön wie der Tag davor, war aber auch ein ganz, ganz toller Radeltag. Auch da zu den einzelnen Tourabschnitten möchte ich nicht mehr allzu viel zu sagen. Da habe ich mir, denke ich mal, genug Bildmaterial geliefert und auch Kommentare zugesprochen. Ja, als ich dann in Edam ankam, da hatte ich dann noch mal ein größeres Problem, wo ich mich im Video gar nicht zugeäußert habe. Da musste ich durch so eine Tunnelunterführung durch. Und das war das einzigste Mal, dass ich auf der gesamten Tour halt Riesenprobleme mit dem Anhänger hatte. Also da bin ich absolut überhaupt nicht durchgekommen. Aber da muss ich sagen, da bin ich auf Leute getroffen, die waren einmalig. Da hieß es sofort, do you need a hand? Also brauchst du Hilfe? Und da habe ich dann ja gesagt. Und dann haben die Leute den Anhänger genommen und den über die Absperrung getragen. Also das war sensationell und richtig klasse. Das hatte ich im Video, glaube ich, gar nicht erwähnt. Das war halt in der Unterführung in Edam. Da bin ich halt wirklich chancenlos gewesen, da irgendwie mit dem Anhänger durch diese Drängelgitter zu kommen. Aber da sensationelles Verhalten von den Leuten, ganz, ganz toll. Von Edam selber war ich so ein bisschen enttäuscht. Allerdings muss ich jetzt sagen, ich bin da nicht, auch nicht großartig rumgefahren, sondern ich bin der Route gefolgt bis zu dem Schild, wo dann stand, hier ist Ende. In Edam sollen ja auch recht schöne Gebäude und so weiter stehen. Also ich habe davon nichts gesehen.
Aber ich muss jetzt auch dazu gestehen, mich hat die Campingplatzsituation ja so ein bisschen gedrängt und ich war die ganze Zeit nervös, kriegst du heute Abend einen Campingplatz und so weiter, weil ich schon wusste von der Karte her, ich hatte mir vorher 3 Campingplätze in der Nähe von Horn angeschaut und da war halt auch das Buchungssystem, ja, dass die überhaupt keine Campingplätze mehr frei haben. Also man konnte auf den Campingplätzen halt ein digitales Buchungssystem nutzen, aber das sagte dann sofort, wir sind ausgebucht. Auf dem anderen Campingplatz waren Hunde nicht erlaubt. Ja, und der andere Campingplatz war wohl auch wieder ein reiner Wohnmobil-Campingplatz und auch der war komplett ausgebucht. So dass ich wusste, also ich bekomme in dem Bereich Edam Horn auf jeden Fall keinen normalen Campingplatz und ich musste da ein bisschen weiter. Deshalb bin ich da nicht mehr großartig in Edam rumgesaust. Ich wollte mir dann ja noch das Fort Edam angucken, aber da habt ihr ja die Bilder gesehen. Genau als ich ankam, wurde das Tor abgeschlossen, so dass ich da halt auch nicht mehr rankam. Der Tag ging dann noch halbwegs gut aus. Ich bin dann um Campingplatz 25 Kilometer weitergefahren. An dem Campingplatz der Campertuin bin ich dann auch wieder abgelehnt worden mit der Begründung, nein, man dulde auf diesem Platz keine Hunde mehr. Aber die gute Frau hat mir dann den Tipp gegeben, fahr hier zu dem Campingplatz der Appelhöck, da sind Hunde erlaubt. Dann bin ich hier hingefahren und ja, hier durfte ich dann bleiben. Hier habe ich es auch halbwegs gut angetroffen. Jedenfalls gestern hatte ich hier meine Ruhe. Wie gesagt, dann nahm der Tag hier nach, glaube ich, 114 Kilometer sein Ende und damit auch die Waterlinie-Route. Jo. Was ich noch sagen könnte, ich bin ja dann halt noch 11 Kilometer hier auf der Südermeer-Route gefahren. Da muss ich sagen, da war ich so ein bisschen enttäuscht, weil quasi der gesamte Deich ja da saniert und renoviert wird und verstärkt wird. Da ist man halt quasi ja, die ganze Zeit nur neben dem Deich hergefahren, hat vom Eiselmeer so gut wie überhaupt nichts gesehen, auch keine schönen Landschaften links oder rechts, waren wirklich nur ganz, ganz wenige Momente, wo es mal was Schönes zu sehen und auch zu filmen gab. Das war dann auch ja, das Wichtigste zu den beiden Tagen noch. Bleibt noch das Gesamtziel von der Waterlinie-Route. Was ich dann noch mal eben ganz kurz vorher sagen wollte, wenn es hier so ein bisschen rauscht, das kommt von den Bäumen. Es ist sehr, sehr windig und ich bin hier von relativ großen Bäumen und Hecken umgeben. Werdet ihr gleich sehen, wenn ich hier das Campingplatz-Areal noch mal filme. Da kann ich leider auch nichts für. Dann kommen wir zum Fazit der Waterlinie-Route. Ich muss sagen, der erste Tag von der Waterlinie-Route, da war ich überhaupt nicht schon angetan. Da habe ich ja, wie gesagt, noch überlegt, ob ich wirklich auf den Maßradweg noch mal wechsle und den Maßradweg noch mal Richtung Frankreich folge. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt nicht getan habe. Weil ich sag mal, die darauffolgenden Tage, die waren einfach wunderschön. Ich habe mir zwar ein bisschen mehr von diesen Wasserfestungen versprochen, weil ich bin eigentlich mit dem Ziel hier hingefahren, dass ich sehr viele Wasserfestungen mit der Drohne abfilmen möchte und auch möglichst viel Bildmaterial von diesen Wasserfestungen ja selbst anfertige. Aber da gab es ja dann diverse Probleme. Das erste Problem war, dass ich an den ersten 2 Tagen ja so ein bisschen Probleme hatte, überhaupt die Wasserfestungen zu finden, weil die alle so ein bisschen abseits von dem Track lagen. Das hat sich ja im weiteren Verlauf dann deutlich gebessert. Da führte der Track ja quasi immer an den Wasserfestungen vorbei. Aber an den ersten 2 Tagen, ja, da habe ich nicht so ganz geschnallt, dass man halt auch so ein bisschen auf die Beschilderung achten sollte, die dann halt die Wasserfestung anzeigt, die halt dann von dem Track ja, 500, 600 Meter oder auch teilweise 1 Kilometer weglagen. Ja, das hatte ich ja dann auch in den Videos erwähnt, bis ich dann halt geschnallt hatte, okay, achte mal auch auf die braunen Schilder, die dann die diversen Forts anzeigt. Ja, am ersten oder zweiten Tag habe ich dann auch noch 1 oder 2 Forts mit der Drohne gefilmt. Bei den anderen wurde es dann halt deutlich schwerer oder ja, weil man da zum einen nicht fliegen durfte und zum anderen wäre es auch uninteressant gewesen, weil ein Fort aussah wie das andere. Aber da muss ich einfach jetzt im Nachgang sagen, ich habe ja, wie gesagt, heute mal den ganzen Tag so ein bisschen über die Gesamtsituation und die Route sinnieren können. Das war eigentlich gar nicht schlimm, weil die Natur das alles weggemacht hat. Ich muss einfach sagen, dass die Streckenführung halt durch die Natur und durch die Landschaft einfach super war. Sicherlich gab es mal den einen oder anderen Abschnitt, der an der Autobahn lang führte, aber ansonsten gigantisch. Also ich muss schon sagen, die Waterlinie-Route insgesamt ist eine absolute Top-Route. Die kann man blind empfehlen und die würde ich auch mit Sicherheit jedes Mal, wenn ich die Chance hätte, noch ein zweites Mal fahren. Da geht gerade noch so ein Teilstück durch den Kopf, wo ich über diese kleine Brücke musste, wo ich dann über diesen quasi 1,50 Meter breiten Radweg fahren musste, wo mir links und rechts das Schild vom Helm gehämmert hat, wo man da durch das Wasser fahren musste. Ja, da kam wirklich so ein bisschen Abenteuerfeeling auf, Expeditionsfeeling.
Das war schon ein ganz gigantisches Teilstück. Aber davon gab es ja dann halt noch mehrere Abschnitte, wo ich dann halt hin und weg war. Also wie gesagt, insgesamt eine absolute Top-Route. Ganz, ganz toll. Ja, und damit möchte ich auch zum Abschluss kommen. Das Einzige, was ich noch mal erwähnen möchte, ist diese beschissene Campingplatz-Situation hier in den Niederlanden. Ich hatte jetzt 6 Tage Glück mit den Campingplätzen. Da bin ich ohne jegliche Probleme auf die Campingplätze gekommen. Aber je weiter ich Richtung Nordholland gekommen bin, desto schwieriger wurde die Situation. Ich hatte jetzt auch geguckt, wie es dann weitergeht, wenn ich halt auf der Südermeerroute weiterfahren würde. Ich hatte dann mir noch andere Campingplätze angeschaut, die dann quasi jetzt hinter dem großen Deich liegen, auf der anderen Seite vom Eiselmeer quasi, und habe da versucht, irgendwas zu buchen. Da hätte ich zwar einen Campingplatz kriegen können, aber mit totalen Abzockerpreisen. Ich hatte da heute auch so ein bisschen rumtelefoniert und gestern schon. Und ich möchte euch nur mal von einem Telefonat berichten, damit ihr ungefähr seht, was hier im Moment gespielt wird. Ich hatte unter anderem bei dem Campingplatz Welgeden angerufen. Und weil da stand auf der Webseite großartig, ja, wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrem Haustier kommen und so weiter. Hier sind große Auslaufreservats für die Hunde und. Da habe ich mich dann schon gefreut und dachte, klasse, dann fährst du dahin. Kilometermäßig passt das auch. Und dann hatte ich mir die Preisliste angeguckt und dann wollten die da auch für den Aufenthalt eines Hundes glatte 10 Euro haben. Als ich das dann gesehen habe, habe ich mich dazu entschlossen, einmal anzurufen. Und die Frau, die sprach auch ganz gutes Deutsch. Und dann habe ich mal nachgefragt, ob das eventuell ein Rechtschreibfehler wäre oder ob das ein korrekter Preis ist, der da angezeigt wird für den Hund. Und dann sagte die Frau ganz kackfrech am Telefon, der Preis wäre schon richtig. Das wäre so gemacht, weil sie möchten eigentlich nicht Nein sagen zu jemand, der mit dem Hund kommt. Also, dass man halt trotz alledem kommt. Aber die 10 Euro sollen Hundebesitzer abschrecken. Also Hunde wären auf deren Anlage halt auch nicht gerne gesehen. Ja, und dann habe ich gesagt, vielen Dank für die Information. Dann hat sich das Thema für mich auch erledigt. Ich werde Ihren Campingplatz nicht besuchen, weil da bin ich dann halt auch relativ konsequent. Also wenn mich jemand verarschen will, dann soll er sich jemand anders suchen. Mit mir machen die solche Spiele nicht. Und dann hatte ich halt mehrere andere Campingplätze in der Region noch angerufen. Unter anderem auch einen Campingplatz, wo wir letztes Jahr waren. Der war sehr schön in, ich weiß jetzt gar nicht, ich komme gerade nicht auf den Ort. Waterhot jedenfalls hieß der Campingplatz, da waren wir letztes Jahr auch drauf. Aber keine Chance, alles gnadenlos ausgebucht und keine Chance, drauf zu kommen. Also laut Aussage der Besitzer und Buchungssystem im Internet. Und damit höre ich jetzt auch auf zu jammern. Mein Entschluss steht dann seit heute fest. Ich werde die Südermeerroute nicht mehr fahren und auch die Küstenroute hier in Holland, weil ich lasse mich weder verarschen noch abzocken von den Campingplatzbesitzern hier. Daher werde ich morgen noch hier eine Tour nach Almere fahren und dann wird die Inga mich am Freitag in Almere abholen und dann werde ich am Montag zu Hause aufbrechen Richtung Frankreich. Ich hatte vorhin allerdings, das wollte ich auch noch mal berichten, hier noch ein sehr, sehr nettes und liebes Gespräch mit der Campingplatzbesitzerin hier von dem Campingplatz, wo ich jetzt hier drauf bin. Und die hat mir dann halt auch berichtet, dass sie diese Situation kennt und dass es halt auch so wäre, dass immer mehr Campingplätze ihre Pforten schließen und ihre Gehöfe oder halt ihre Campingplätze verkaufen und da daraus halt angeblich Bauland gemacht würde. Ja, und dann wäre es halt so, dass auch sie hier deutlich mehr Anfragen hat, als sie Platz hätte. Weil ich hatte nämlich überlegt, ich hatte vorhin heute Mittag gefragt, ob ich vielleicht noch eine Nacht länger hier bleiben könnte. Dann wäre ich nicht nach Almere gefahren, weil ich wollte eigentlich hier noch ein Fazit zu dem Kruse-Anhänger aufnehmen. Und dafür brauche ich immer so ein bisschen Zeit. Dann hätte ich gerne morgen die Zeit hier genutzt, um noch ein Fazit über den Anhänger zu machen. Ja, aber dann hätte ich auch hier den Platz räumen müssen. Dann hätte die gute Frau mich hinten irgendwie auf so einen Notplatz verfrachtet. Ja, aber in der Zeit kam dann Gott sei Dank auch die Zusage von Almere, so dass ich dann gesagt habe, okay, ich hau hier ab morgen. Ja, aber die Frau hat wenigstens noch ein paar Werte. Sie sagte halt, Radfahrer sind hier immer willkommen und sie wird auch nie jemanden abweisen, auch wenn er einen Hund hat. Notfalls wird sie die Radfahrer halt auch bei sich hinten im Garten stellen, also in den Privatbereich. Ja, also gibt halt so und so. Aber wie gesagt, mein Entschluss steht fest. Ich mache hier morgen Schluss. Also ich fahre morgen noch nach Almere und dann holt die Inga mich hier ab und dann geht es für mich auf irgendwo anders hin. Mal gucken, ich habe da so eine Tour im Kopf, da werde ich mir aber dann am Montag zu äußern. Ja, das war dann halt hier die Geschichte erstmal so von den letzten beiden Tagen. Gesamtfazit von der Waterlinie-Route, ja, und der Campingplatz-Problematik, die haben wir dann jetzt abgehandelt. Morgen machen wir dann einen letzten Tag
Dann, wie gesagt, morgen geht es dann ab durchs Wasser. Dann werde ich von hier aus Richtung Almere aufbrechen. Dann hoffe ich, dass wir morgen noch ein paar schöne Bilder eingefangen kriegen. Ich sag mal, dann soll es das hier erstmal jetzt bis hierhin von der Waterlinie-Route gewesen sein. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Videos bis hierhin gefallen haben und dass ihr in das nächste Video auch nochmal reinschaut. Und ja, es geht immer weiter. Wir geben nicht auf, lassen uns nicht unterkriegen. Ich sag mal, wir bleiben einfach dem Motto treu. Wir fahren einfach weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja, hier ist dann mein Campingbereich oder mein Stellplatz. Stromanschluss ist da direkt in der Hecke. Ja, und hier seht ihr dann halt jetzt, ich drehe mich mal so rum, weil hinter mir ist diese komische Familie. Hier ist halt so eine große Campingbox, davon gibt es insgesamt 4 Stück. Ich weiß nicht, wie viele Leute die hier reinpacken in diese Box, weil, wie sie sagte, ab morgen reisen hier wieder jede Menge Leute an. Keine Ahnung, hinter dieser Hecke ist dann halt auch die Rezeption und das Sanitärgebäude. Das ist da hinten alles relativ klein gehalten. Ja, und da stehen dann halt noch so ein paar Apartments. Ja, ist schon eine weitläufige Anlage. Mini-Campingplatz würde ich das hier schon nicht mehr nennen. Aber ist ganz okay. Und dann soll es dann auch wirklich gewesen sein. Bis dann, tschüss.